Die 10-Euro-Mod Ark Medieval Guilds and Goblins ist gestern rausgekommen und bringt uns Ark Primitive Plus mit Goblins zurück. Ich habe das Ganze mal angezockt, damit ihr wisst, ob es vielleicht was für euch ist. Falls euch das Spotlight gefallen sollte, lasst gerne ein Like oder Abo da und dann viel Spaß mit dem Video. Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einem kleinen Mod Spotlight und tatsächlich von einer sehr, sehr, sehr interessanten Mod und die heißt irgendwie Ark Medieval Goblins. Ich weiß selber nicht genau, wie die heißt, ich muss nochmal nachgucken. Die heißt Ark Medieval Guilds and Goblins, so heißt das ganze Ding. Und das Ganze hat ein bisschen was von Primitive Plus von früher in Ark und das wurde ja irgendwann einfach aufgehört zu updaten und dann gab es das einfach gar nicht mehr. Und ich habe tatsächlich nie Primitive Plus gespielt. Und deshalb dachte ich, das wäre super, super interessant, das hier mal anzuzocken. Ich habe gesehen, dass man viele neue Engramme freischalten kann, zum Beispiel Cotton oder Fibered Schwein. Das hier sind halt andere Mods, also nicht wundern, ich habe noch andere Mods mit draufgeschmissen. Den Server habe ich hier gerade innerhalb von 2 Minuten gespeedrunnt. Und ich bin gespannt, ob wir irgendwelche coolen Goblin-Sachen finden. Ich weiß auch nicht, was hier gerade passiert. Was ist das hier bitte? Was ist das? Bone Pile? Was ist das denn schon? Hä? Ich bin so verwirrt. Was sehe ich denn hier? Egal, auf jeden Fall, wir laufen mal weiter. Mein Ziel ist es auf jeden Fall, euch ein bisschen zu zeigen, was in der Mod so abgeht, ob sich das vielleicht für euch lohnt. Die kostet nämlich 10 Euronen. Mal wieder 10 Euronen. Und deshalb sollte das auf jeden Fall eine schöne Mod sein, aber vom Trailer her sah die auch sehr gut aus. Ich werde jetzt erstmal versuchen, mir so ein bisschen was aufzubauen. Ich sehe schon, ich habe gerade irgendwie anderes Holz bekommen. Was ist das hier denn? Wooden Log ist das. Und ich habe hier auch einfach Strawberries und so bekommen. Man bekommt andere Sachen, so einfach grundsätzlich. Okay, das ist ziemlich cool. Oh wow, die Spitzhacke sieht auch ganz anders aus. Und dafür brauche ich auch Fiber Shrine. Oh no, no, no. Wie mache ich das denn? Einfach mit Fiber. Okay, das ist nicht so schwer tatsächlich. Das ist ja schon mal komplett ungewohnt. Und hier für die Axt brauche ich das auch. Ich kann gleich noch mehr machen davon. Und das ist gar nicht mal so billig dann. Die Spitzhacke ist gar nicht so ein Stepper. Unser erster Erfolg, das ist die Spitzhacke. Ich weiß, sieht die anders aus? Die sieht schon ein bisschen anders aus, aber nicht so krass viel anders. Oh, man kriegt auch andere Sachen aus den Steinen. Hä? Ich habe gerade, was habe ich gerade bekommen? Limestone. Wie cool ist das denn? Hä, ich habe richtig Bock, das zu zocken jetzt. Ich kenne hier einfach gefühlt gar nichts mehr. Das ist ein ganz anderes Game auf einmal. Vielleicht sollte ich mir die Sichel auch machen. Die wird nämlich auch automatisch gelernt. Primitive Sichel und primitive Schaufel auch. Ich glaube, wir brauchen extrem viel Fasern tatsächlich. Ich glaube, ich crafte die einfach mal durch. Ich habe jetzt schon ein Craftsman's Table und Clay-Sachen, was auch immer. Warum Lehm-Sachen als erstes? Hä, wo ist Stroh hin? Hier ist eine Primitive Club und da ist einfach so ein Haken dran. Und hier ist auch eine Hake. Ein Hammer auch. Es gibt ja so komische Sachen. Und wie macht man Clay zum Teufel? Drying Pack. Das ist wild. Übrigens, welcher Mensch hat sich das ausgedacht, Cosmetics und Crafting zu tauschen? Ich drücke immer auf Cosmetics. Das war's komplett. Also die Axt sieht schon mal richtig, richtig wild aus. Ich habe mir auch direkt eine Schaufel gegönnt. Keine Ahnung, was man damit macht. Okay, kann man einfach so ein bisschen rumgraben und bekommt was? Erde. Und Clay. Okay, interessant, interessant. Und die Sichel gibt dann bestimmt auch irgendwelche wilden Sachen. Okay, das gibt einfach nur Fasern. Aber wahrscheinlich ist das halt so, dass man so früh so eine Sichel bekommt, damit man auch die ganze Zeit diese komischen Faserwicklungen da machen kann. Ich denke mal deshalb. Ja, okay, einfach eine normale Sichel. Was macht der fliegende Para hier? Und gleich 2 Stück auch noch. Was sehe ich da? Oh mein Gott, erstes Haus gesichtet. Hä? Wie wild, das steht hier einfach auf einmal am Strand. Kann ich da so rein? Oh, die sehen nicht nett aus. Trading Stand, okay. Hallo, guten Tag, kann ich hier so reinkommen? Grunt Goblin, hallo? Hat er gerade gekotet? Der hat gekotet. Ich will mit dir reden? Oh, oh, nee, 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 der will nicht mit mir reden. Nee, 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 oh, 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 okay. Okay, Jungs, okay, ihr wollt nicht, ich merke, ist alles gut, aber ich dachte Trading und Tauschen und so. Die hassen mich richtig. 3 Goblins sind einfach hinter mir her. Was sehe ich denn da schon wieder? Oh, Raptor auch noch. Oh nein, ich kann das nicht. Jetzt werde ich von allen Seiten verprügelt. Und der Raptor will mich auch. Ah, das war's, glaube ich. Er ist schneller als ich. Lass mich gehen, bitte. Ja, Raptor, was jetzt, hä? Ja, 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 hast du so gedacht. Kämpfer gegen die Goblins da. Ich habe halt nichts zu essen. Ich konnte mir noch nicht so richtig was aufbauen. Der ist doch hier. Oh nein, jetzt bin ich tot. Oh. Okay, jetzt gehen wir aber dem Plan nach, dass wir uns wirklich aufbauen, Leute. Und dann... Oh! Oh, wenn man was tötet. Aber das ist ja crazy. Das hört sich voll ekelhaft an. Und man kriegt ja auch so anderes Fleisch raus. Oh mein Gott, wie cool. Ich glaube, ich gehe jetzt erstmal ein bisschen ausgraben hier. Ich glaube, diese euren Schweins kann ich so viele machen, wie ich will, weil ich habe extrem viele Fasern. Ja, 100 Stück mache ich einfach direkt mal. Und ich werde ein bisschen graben gehen und dann mache ich direkt so ein Lehmhaus. Ich weiß nicht, ob man da auch irgendwie andere Sachen bekommt oder so, wenn man woanders gräbt. Wahrscheinlich. Aber das hier ist neues. Ich meine, unter Wasser graben vielleicht. Gibt es da eher Lehm, oder? Oh, da kriegt man Sand. Und Lehm.
Aber keine Erde. Ey, das ist ja so genial. So, wir craften jetzt unsere ersten Foundations. 4 Stück. Krass. Ha, okay, ja, das sind sie, Leute. Sieht tatsächlich ganz cool aus. Ich glaube, wir machen gleich mal den Craftsman's Table. Das klingt interessant. Und den Egg Basket könnte ich eigentlich auch machen. Vielleicht machen wir den auch gleich mit. Oh, meine Schaufel ist kaputt und ich kann die dann nicht mehr benutzen. Aber ich konnte die trotzdem noch in der Hand halten. Also die zerbricht dann nicht oder so. Woher kriege ich Sticks? Von Bäumen einfach? Ich hatte anscheinend Sticks, aber woher? Oh ja, von Bäumen. Oh, nice. So, das ist jetzt mein Egg Basket. Keine Ahnung, was ich damit mache. Wahrscheinlich sammelt der von selber Eier oder so. Store your eggs in this. Okay, da kannst du einfach... Das ist einfach eine Eier-Storage-Box. Ich kann meinen eigenen Goblin-Trading-Stand-Dings herstellen und hinstellen? Wir machen das sofort. Und wie sieht das Fleisch denn aus? Das sieht ja ganz anders aus. Okay, wir stellen den hier hin. Und da ist sogar einer drin. Logistik-Goblin. Hallo, mein Freund. Was geht bei dir? Was kann ich machen? Ich kann 100 Steine verkaufen für ein Gold oder so. Jetzt habe ich so ein komisches Gold-Dings. Also ich könnte Sugarcane dafür kaufen für 2. Und Kornseed, dass ich das selber anbauen kann. Oh. Nimm meine Steine und gib mir Sugarcane. 10 Stück habe ich sogar bekommen. Aber kann man anscheinend auch irgendwie Essen herstellen. Ey, ich finde das jetzt schon super genial. Und ich habe noch nicht mal irgendwie großartig was gesehen, habe ich das Gefühl. Aber irgendwie bin ich leicht zu hypen anscheinend. Weil allein schon so andere Ressourcen zu haben und andere Sachen herstellen zu können, macht mich irgendwie glücklich. Hier drin kann ich jetzt auch Fiber Twine herstellen. Also werde ich jetzt gleich einmal dick Fasern holen gehen, um das mal da drin herzustellen, um zu gucken, ob das schneller geht. Ich werde auf jeden Fall nicht in diesem Video so alles abchecken können, auf keinen Fall. Ich glaube, es gibt super, super, super viel zu entdecken. Ich habe ja schon den Trailer gesehen und da gab es halt so krass viele Sachen. Aber ich hoffe zumindest, dass ihr so ein bisschen Eindruck bekommt, ob das was für euch sein könnte. Das geht schon ein bisschen fixer. Nice. Hier gibt es Goblin-Waffen. Eine Goblin-Pick. Dafür brauche ich aber Leder. Oh, die würde ich gerne machen. Es gibt auch eine Goblin-Torch. Ah, woher kriegt man denn Leder? Ich habe doch gerade einen Kompi gekillt, oder nicht? Was habe ich denn davon bekommen? Normales Hide. Aber das ist nicht das, was wir brauchen, oder? Tatsächlich, Leder ist was anderes als Hide. Das ist eine Schweinerei. Ich habe gerade tatsächlich neue Sachen freigeschaltet. Pottery Wheel. Dafür brauche ich Iron Ore. Dafür brauche ich auch Iron Ore. Ich glaube, ich muss mal zu Metallsteinen. Also den Rest hätte ich theoretisch. Boah, hätte ich das gerne. Okay, kurzer Test. Was kriegen wir aus einem Metallstein raus? Das sieht aus wie normales Metall. Ah, das ist Iron Ore. Ach so, da hatte ich das sogar im Inventar. Wow, ich habe einfach nicht auf den Namen geguckt. Ah, nehmen wir uns mal ein bisschen mehr mit, weil ich mich schon bis hierhin durchgekämpft habe. Vor allem, ich habe noch irgendwas bekommen. Was ist das? Lead Ore. Es gibt einfach verschiedene Metallsorten. Ich habe jetzt einfach mal so ein Drying Rack gemacht. Das stellen wir mal hier hin. In and out oder was? Kann ich da einfach mein Fleisch reinpfeffern? Inputbox. Ich brauche irgendwie ein Rezept oder so. From the workbench in here. Ich habe doch nicht sowas. Ich bin arm. Ich habe gerade erst angefangen. Ich weiß doch nicht, was hier passiert, Mann. Aber anscheinend kann hier ein Goblin dran arbeiten. Ey, einen Hammer will ich mir auch machen. Der ist gut, um Goblins eine rüberzuhauen anscheinend. Und eine Rüstung machen wir uns auch gleich. Okay, hier steht bei der Trading Station, dass das nützlich ist, um Goblins für die Arbeit zu bekommen. Ach, wie bekomme ich denn von ihm Goblins für die Arbeit? Hallo, kann ich bei dir Goblins kaufen? Hallo, ich reiß ihn ab. Ohne Witz, weg mit dir. Tschüss. Ja, das hast du davon. Das war dein letzter Schiss, mein Freund. Neuer Versuch. Wir machen nochmal einen dahin. Diesmal dahin. Hey, na, hast du Goblins zu verkaufen? Warum kann ich nicht mit dem reden? Oh, jetzt. Oh, 10 Gold für einen Goblin. Für den Chef auch 10 Gold. Ich will alle haben. Tinker Goblin. Medic Goblin. Oh, Trade Menü. So. Oh, ich hole mir einen Goblin. Jetzt sofort. Wir farmen Steine und tauschen die gegen Gold und holen dann einen Goblin. Die Frage ist, was brauche ich für einen Goblin? Wahrscheinlich so einen Koch, oder? Für meinen koschen Fleischstand da. Jetzt will er was anderes. Ich werde gescampt. Ich habe Steine gesammelt. Jetzt will er auf einmal anderen Kram. Ich weiß nicht mal, was das ist. Gurken. Erde. Habe ich doch Erde? Anscheinend habe ich noch Erde, auch nur 100 gehabt. Verdammt! Ich wurde über den Tisch gehauen. Ich brauche Erde. Ab und zu ist es so schwer, ihn anzuklicken. Ich klicke irgendwie alles an, nur nicht ihn. Ah, jetzt. Danke. Ey, Rare Flowers wäre eigentlich so easy, oder? Wären Erdbeeren nicht auch easy? Habe ich nicht schon Erdbeeren gehabt? Ja, 9 Stück. Boah, ich gehe Erdbeeren pflücken. Oh, jetzt irgendwas zum Bärenfarmen wäre sau nice. Oder wovon habe ich die bekommen? Ja, ich habe die von Büschen bekommen. Ich brauche irgendwas Gutes zum Bärenfarmen. Hol ich mir den Moshops? Ey, Moshops, was willst du? Was willst du essen, mein Sohn?
Primeat? Oh. Ich habe einen Hammer, um Babys umzukloppen. Hat jemand ein Baby dabei? Hallo? Oh, wow, hier ist auch einfach eine Base. Hä, was? Hä, ich bin jetzt nur so ein Stückchen weiter den Strand lang gelaufen. Sogar so richtig mit Brücke hoch. Mit Treppe hoch würden das andere auch nennen. Ich nenne das Brücke, ja. Und hier ist niemand drin. Warum ist hier niemand drin? Jetzt habe ich ein bisschen Angst. Kann ich mich irgendwie bedienen oder so? Kann ich so dagegen kloppen und... Nee, okay. Da auch nicht. Habt ihr was zu essen? Ihr habt Holz. Okay, ich glaube, ich euer Holz. Tut mir leid. In der Chest ist nichts drin. Okay, das war's schon wieder. Das Haus ist einfach leer. Aber sau nice. Hier ist einfach so ein Stein gespawnt. Warum hat hier kein Dodo und Baby? Oh, ich höre ein Baby. Oh mein Gott, du kriegst so den Hammer. Tut mir leid, ey. 2 Damage. 7 Damage. Das ist ja ultra bad. Oh no. Ah, hau ich halt länger auf den rum anscheinend. Ah, jetzt nicht. Gib mir dein Prime, gib mir dein Prime. Nicht deine komischen Bones oder so. Dodo, tut mir leid. Oh, das war vielleicht Prime. Ich bin mir nicht sicher, das sah so aus wie anderes Fleisch. Das ist War Short. Das ist irgendwas anderes. Ich habe keinen Plan, was. Aber ich hoffe, dass ich mir damit den Moshops holen kann. Hallo, ist das Filet vielleicht? Das ist nicht Filet. Glaubt, dann gibt es hier kein Filet so normal. Kann das sein? Ich würde es halt irgendwie gern schaffen, zumindest einen so einen Goblin hier ranzuholen, damit ihr mal seht, was er so macht. Das Ding ist, wenn ich mir auch noch den Falschen hole, dann habe ich da ja nicht mal was von. Und ich glaube, ich kann wahrscheinlich diese Seeds nur ändern, weil ich Admin auf dem Server bin. Kann das sein? Ich glaube, normale Spieler könnten das wahrscheinlich nicht. Wir probieren jetzt, wie gut der Hammer wirklich ist, okay? Ihr seid live dabei. Kann sein, dass er einfach schlechter als Knüppel ist oder so. Mein Hammer ist auch halb kaputt, sehe ich gerade. Verdammt. Hätte ich vielleicht vorher nachgucken sollen. Aber ich habe gerade einen Dodo damit ausgenockt. Hey, Dodo ist kein Petri, aber was soll's? Der Hammer ist so marsch. Oh nein, bitte lass mich reparieren können. Ja, gar nicht, okay. Und es gibt weiter eine. Aber komplett auf die Birne. Du bist gleich ausgenockt hier. Ja, ja. Oder auch nicht. Ganz ungutes Gefühl bei der Sache. Oh, das waren noch keine Headshots vorher. Tschüss. Okay, ich habe jetzt 9 Münzen. Das heißt, uns fehlt eine. Und das heißt, ich brauche noch ein bisschen Erde. Und dann haben wir's. Kein Problem. Wir haben unsere 10 zusammen. Und das heißt, ich kann mir einen Goblin kaufen. Wenn ich es hinbekomme, ins Inventar zu kommen, ja. Und wir holen Farmer Tinker. Das hier klingt wie der, den wir brauchen, glaube ich. Wir holen uns den. Gekauft. Wo ist er? Chef Goblin. Herzlich willkommen in der Gang. Kann ich dich irgendwie auf Follow nehmen oder so? Hallo. Ist der Goblin zu hören? Yo. Wie rennt er denn? Du hast Arbeit. Hier vorne hast du Arbeit tatsächlich. Oh, Pego, nicht jetzt, nicht jetzt. Nein, ich bin auch irgendwie unbewaffnet tatsächlich. Hä, der hat mir schon was geklaut. Ja, gib ihm meine. Ja, 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 ja. Zeig ihm, was der Hake ist. Okay. Jetzt schwimmt er einfach. Willst du mir schon was Neues klauen oder was? Hier, du kriegst noch eine. Ja, ja, ja. Gib ihm eine. Weitermachen, weitermachen. Das ist der stärkste Pinguin der Welt. Level 145, natürlich. Level 145. Aber der hat halt nicht... Oh mein Gott. Okay, 400 Damage auf einmal. Ja, was hat er geklaut? Ich weiß es nicht. Goblin, kannst du arbeiten so hier irgendwie? Okay, also hier ist ein Rezept drin tatsächlich. Aber dafür brauche ich Fisch und Salz. Da bringt mir das Fleisch wahrscheinlich nicht so viel, ne? Ich kann jetzt aber das Ding hier auch machen. Das machen wir jetzt auch noch. Scheiß drauf. Okay, das ist kleiner, als ich gedacht habe. That's what she said. Auch da ist wieder so ein Intake. Kein Wasser connected. Und hier kann man... Hier sind mehr Rezepte drin. Und dafür braucht man so komische Sachen. Butter und was weiß ich nicht alles. Ach du meine Güte. Oh, ich weiß jetzt schon, das werden so viele Leute lieben. Aber ich weiß nicht, woher man das alles bekommt. Da ist das andere Ding, was ich probieren wollte. Du bist nicht der Lot, du hast den Hammer noch nicht kennengelernt. Du hast den Hammer noch nicht kennengelernt. Und mein Goblin-Freund noch nicht. Goblin-Freund, hilf mir bitte. Attacke. Ja, 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 rein da, rein. Oh, kann der sterben? Wie viel Leben hat der? Ich habe keinen Plan, wie viel Leben der hat. Ah, er macht das schon. Der ist voll am Sprinten gerade. Was sehe ich da? Oh, er steht auf dem Feuer. Oh, hä? Was ist jetzt passiert? Das soll nicht so, glaube ich. Ich weiß nicht, warum gerade alles kaputt gegangen ist. Ich hoffe, mein Goblin geht nicht kaputt. Wie viel Leben hast du noch? Sieht man das? Ah, die geht's top. Okay. Hier ist gerade einfach alles zerbrochen. Och, Mano. Aber gut gekämpft. Dankeschön. Und da haben wir sie. Das Pottery Wheel, wofür wir 100% auch einen Goblin brauchen, den wir nicht haben. Ja, hier muss dann auch wieder hier irgendwo was reinpacken und am Ende kommt es dann fertig raus. Das ist doch cool. Hier muss dann nur Clay reinpacken. Für alles nur Clay. Das ist super Sonderangebot. Das kann ich mir leisten. Aber ich brauche halt einen Goblin dafür. Okay. Ich muss das da rausnehmen und in die Inputbox packen. Aber ich glaube, mein Chefkoch, der hat nicht so Bock hier ranzugehen. Tinker Goblin. Der fehlt mir. Der kostet nur 5.
Ich baue einfach noch eine Base davon und der hat dann vielleicht andere Angebote und dann kann ich mir das vielleicht leisten. Wir gucken mal. Da ist Nummer 2 und der will nur Holz. Das ist kein Ding, oder? Und Sticks halt auch nicht. Ah, der Wooden Plank. Das ist kein normales Holz. Ah, Sticks kann er kriegen. Nimm meine Sticks. Oh mein Gott, 7. Ich könnte ihm 7 verkaufen sogar. Wie gut. Und jetzt gibt es so einen Heini. So einen Tinkering Goblin. Da. Wo ist er? Der steht einfach bei ihm mit in der Hütte irgendwie. Da ist er. Komm mit. Du machst jetzt Arbeit, mein Freund. Okay, okay. Du siehst cool aus. Komm mit. Ich habe Arbeit für dich. Kann ich den da jetzt irgendwie... Select Tinker Attach Dingsbums. Habe ich gemacht. Oh, er fängt an. Mr. Goblin Sir ist am Arbeiten. Also, man sieht es nicht so wirklich, aber... Ich glaube, er arbeitet. Und hier könnte der Chef dran. Komm her, Chef. Sind die jetzt verbunden? Ich glaube. Jo, auf einmal portet er sich da einfach hin. Warum steht er denn hinten dran? Oh, das ist vorne. Ich hab's falsch rum aufgestellt. Ups. Nee, ich bin halt absolut arm. Oh, er arbeitet jetzt. Oh, er macht Sachen. Nice, weitermachen, weitermachen. Ja, genau so. Und das, was hier gerade passiert, das kann im Prinzip, kann man auch so eine Farm aufbauen, glaube ich. Und dann hat man da mehrere von den Goblins und die farmen das die ganze Zeit ab und packen das selber so in Taschen rein und dann kannst du das abholen und so. Ich glaube, das ist übertrieben krass gemacht. Also wirklich. Ich bin jetzt schon happy, dass ich die Mod habe. Ich werde die auf jeden Fall nochmal weiterzocken. Das hier ist jetzt mehr so ein kleiner Test. Ich wollte euch so ein bisschen was zeigen. Ich bin gleich gespannt, wie das hinten rauskommt. Oder wie das aussieht, wenn das fertig ist. Aber es ist schon... Ey, nein, nicht schon wieder. Och, Mann, warum denn? Ich habe keine richtigen Waffen, bitte. Muss das denn sein? Jetzt sehe ich doch nichts. Och, wie kann man so sein? Ehrlich. Warum sind das eigentlich die stärksten Dillos der Welt, ey? So. Ist es fertig? Die sind fertig. Jetzt habe ich einfach einen Pot, wo drin er kochen kann. Also, hier ist in. Ah, ich glaube nicht. Ich glaube, der braucht... andere Sachen. Oh, das hier braucht nur Bones und Wasser. Da muss ich wahrscheinlich eine Wasserleitung legen, oder? Connected to Water, ja. Ich glaube, wir sind da wieder an was dran. Und man kann hier neue Rezepte machen. Oh mein Gott, man muss Feuer anmachen. Not enough cooking pot. Kann ich die hier machen? Tatsächlich glaube ich nicht. Außer ich kann die hier benutzen? Ich habe keine Ahnung. Anscheinend nicht. Wir haben jetzt davon ziemlich viele und die anderen hat er anscheinend nicht gecraftet. Aber wir werfen die einfach mal da rein. Okay, auch das geht nicht. Aber wir können diese Folge nicht beenden, bevor ich nicht einen Goblin eine rübergezogen habe. Ich crafte mir ein paar Bolas und ich glaube, mein Hammer, der ist es irgendwie nicht so. Es gibt auch keine normale Smithy oder so. Die gibt es einfach gar nicht. Also man kann nicht irgendwie krasse Waffen machen. Vielleicht einfach anzünden. Mit einer Fackel oder so. So, das hier ist die Goblin-Fackel. Kein Plan, ob die krasser ist oder so. Aber wir gehen damit dahin. Und wir gehen sie jetzt einfach besuchen. Hallo, guten Tag, ich bin zurück. Hä, warum seid ihr noch zu zweit? Ihr wart doch zu dritt. Habt ihr einen Kollegen verloren? Ich würde euch euer Feuer abmachen, ehrlich jetzt. Hier, ich habe noch ein bisschen Feuerholz dabei. Da. Geht's euch gut, Jungs? Okay. Nee, euch geht's gar nicht gut. Okay. Okay, da haben wir einen Kampf. Ich hoffe, ich kann euch bolern. Hier, da. Die kann man nicht bolern. Was ist das für eine Schweinerei? Okay, das war unerwartet tatsächlich. Ah, dann kriegst du halt... Okay, ihr werdet alle brennen. Ihr werdet alle brennen und ihr kriegt alleine drauf. Ich habe extra mir Leder angezogen, weil was anderes konnte ich mir nicht leisten. Okay, ich krieg absolut einen drauf. Okay, Rückzug. Rückzug, die brennen auch nicht. Goblins können nicht brennen anscheinend. Diesmal gewinnt ihr. Diesmal. Ich glaube, wir müssen uns geschlagen geben, meine lieben Leute. Wir sind einfach nicht... Warum habe ich einen brennenden Schritt? Egal. Wir sind einfach nicht stark genug, aber Leute, ich hoffe, dieses kleine Showcase von der Mod hat euch gefallen. Vielleicht wollt ihr euch das ja selber holen. Ich hoffe, wir sehen uns alle bei der nächsten Folge wieder. Ich wünsche allen einen ganz, ganz, ganz schönen Tag und tschüssi!